Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein Ausflug mit dem Bus. Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug mit dem Bus. Kinder! Kinder, alle mal herhören. Wir müssen gucken, ob alle hier sind. Peppa und George. Hier. Luisa und Linus Löffel. Hier. Luzi Locke. Hier. Zoe Zebra. Hier. Klausi Kleff. Hier. Emily Elefant. Hier. Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Entschuldigung. Pedro, fast hättest du den Ausflug verpasst. Entschuldigung, Madame Gazelle. Kein Problem, wir sind ja noch da. Alles einsteigen! Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Volle Kraft voraus! Wiedersehen! Kinder, hört mal alle her. Heute machen wir einen Ausflug in die Berge. Hurra! Habt ihr alle euren Reiseproviant dabei? Ja, Madame Gazelle. Madame Gazelle, dürfen wir bitte jetzt schon was essen? Peppa, wir machen Picknick, wenn wir in den Bergen ankommen. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut, aber bitte hebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus, du schaffst das. Vorwärts, Bus. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht. Oh! 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 Wer spricht da? Das ist dein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf. Olari-u, olari-u, olari-u. Hollera hio, hollera hio, hollera hio. Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte. Heimfahrt! Alles einsteigen! Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Allen hat es viel Spaß gemacht. Los kommt, wir singen was. Singen Sie uns den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle, bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bingli, Bongli, Boo. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bingli, Bongli, Boo. Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle?
Mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. So, wird es besser? Ein kleines bisschen. Madame Gazelle? Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorn kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. Hurra! Fröhliches Zelten, Kinder. Wiedersehen. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Pedro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Bitte, Madame Gazelle, den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bingidi, Bongli, Boo. Bing, woo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, boo. Oh, also Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder! Kein Gekicher mehr, bitte! Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle! Ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle? Ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich
Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sylvia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Sylvia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon? Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Sylvia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Thank you.